Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario Origami King. In der letzten Folge haben wir Bowser gerettet, haben die Schere getötet und jetzt ist auf dem Weg zum Pilzpalast, um König Olli zu stürzen und Peach zu retten und was weiß ich alles. Und lasst den Spaß beginnen. Matrosen hergehört, Leine los und Motoren an. Also ich glaube, das ist die letzte Folge, weil das hier wirklich alles Endzeitstimmung hat. Wir haben jetzt Bowser halt bei uns, wir haben die ganzen Schergen hinter uns, wir haben ein richtig krasses Schiff bei uns und wir haben halt alle Luftschlangen gelöst, also viel mehr kann gar nicht mehr kommen. Sein komisches Schloss kriegen wir hier jetzt trotzdem nicht weg, gell? Das arme Bad Elysium. Boah, so lob ich mir das. Dann mal Kurs auf. Pilzpalast, durchstarten. Oh, das ist so cool. So cool. Cutscenes sind sowieso immer toll. Gab's überhaupt schon mal eine Cutscene in diesem Spiel, die so lang ist? Und so episch und überhaupt? Oh, Captain König Bowser, Feind voraus! Haufenweise Feinde voraus! Wie, was? Feinde? Warum Feinde? Oh, hat man auch schon einen Trailer gesehen. Und wieder 5 Euro ins Sparschwein. Na und, denkst du etwa, die Schiffskanonen sind nur Garnitur? Bellermänner laden und Feuer frei! Kommt diese Schiffsschlacht oder was? Eine über den Wolken Schiffsschlacht. Oh, Krieg! Schon wieder Krieg! Die ganze Zeit Krieg! Norigami-Krieg. Also es bereitet dann auf jeden Fall alles auf das Finale vor, so. Und alle kämpfen sie mit Kamek, Bowser Junior. Mario, mach dich mal nützlich, wenn du schon auf meinem Schiff fliegst. Los, mir nach. Na, endlich darf ich auch mal was machen. Let's go, Bowser, wir kriegen das hin. Wir kriegen den Special-Platz, sagst du? Oh, geil. Das ist wie bei diesen alten Arcade-Automaten. Okay, wir haben 5 Leben. Piu, piu, lol, wir schießen Bobbys raus. Ist nicht dein Ernst. Das ist ja ultra funny. Pow, pow. Dieses Spiel wird am Ende immer besser. Also es gab Momente, da war das Spiel nicht so geil. Aber jetzt hier so Arcade-mäßig ist geil. Dann seine Shy-Guy war richtig funny. Da hatte ich sehr viel Spaß dran. Und jetzt kommen hier so richtig viele Minispiele. I like this really, really much. Los, kommt doch alle her. Nein, oh, Kamek, sorry. Ich dachte schon, die machen Lametta aus mir. Vielen Dank für die Rettung. Gerne. Und wieder einen neuen Freund. Oh, er liebt mich. Aber es hat mir dann jetzt zum Ende hin doch wieder mehr Spaß gemacht. Auch, ich habe es in der letzten Folge schon einmal erwähnt, aber danke an den YOLO-King, der tatsächlich fast bei jeder Folge, jetzt die letzten Tage hat er ein bisschen nachgelassen, leider. Aber vielleicht ist das einfach der Schuld, der Zeit geschuldet. Kann ja sein. Dass du auf jeden Fall, YOLO-King, bei fast jeder Folge kommentiert hast. Das hat mir Kraft gegeben, weiterzumachen, weil ich... Vielleicht kennen mich einige, die mir schon länger gucken. Ich bin eigentlich niemand, der so Spiele durchspielt, wenn die mir zu lange dauern. Aber wenn immer schön Kommentare reinkommen und so, dann sehe ich ja, dass das zumindest Leute gucken und dann habe ich auch mehr Bock, sowas zu Ende zu führen. Was ist das? Nein, von unten! Oh mein Gott, der Riesenboss. Wecke, junge Herr. Viel Glück. Ach, kein Ding. So. Mir bleibt noch ganz viel. Ich bin hier einmal rumgelaufen und habe gesehen, dass ich ganz viele Secrets noch gar nicht gefunden habe, die man vielleicht auch alle noch sich holen kann. Nach dem Spiel jetzt. Könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben? Schreibt bitte mal in die Kommentare, Leute. Dann bin ich das auf euch, ja? Ob ich vielleicht mal in den Stream eventuell... Moment. Diese ganzen Secrets mal ablaufen soll. Also ich laufe das ganze Spiel dann nochmal ab, nachdem ich das jetzt fertig habe, und guck, ob ich irgendwelche Secrets finde. Hättet ihr da Interesse dran, dass ich das vielleicht mal streame? Weil Bock hätte ich auf jeden Fall drauf. Es ist besiegt. Oh, sayonara, blödes Ding. Oh nein, es will uns rammen. Knall es ab, Mario. Oh ja, knall ich. Helft mir, Leute. Sonst raubt es uns doch. Das haben wir alles nur Papas toller Luftgewehrlehre zu verdanken, damit das klar ist. Wobei Mario hat auch wirklich famose Schütze war. Bei meinem Wams. Und nun Abflug, junger Herr. Das ist so cool, dass die doch immer ins Bild reinkommen. So richtig... Oldschool-Flair hat das. Captain Großer König, Pilzpalast gesichtet. Beginne Landeanflug. Und ein weiterer Feind. Noch ein Boss. Oh nee, bitte ramm mich nicht. Au. Das haben wir doch schon im Trailer gesehen. Und wieder 5 Euro und Sparschwein. Was hat alles schon im Trailer gesehen? Die haben einfach schon das Ende gespoilert. Was geht ab? Tja, jetzt sind wir wohl leider alle tot. Das wird keiner überleben. Kannst du voll knicken. Ha, knicken. Und dann sind wir auch Origami. Leute, geht's euch gut? Ach nö, das mit der Luftgewehrlehre wird Papa gar nicht schmecken. Die Versicherungskosten sind eh schon so hoch. Vergesst das alte Schiff. Ich baue wie immer ein neues. Kommt einfach rauf zu mir, ich muss euch was zeigen. Okay, hier rüber. Ah, man kann das Ding hier umknubbeln. Natürlich. Hä? Die kommen einfach aus dem Hintern von dem Berg? Warum? Yeah, this is so much fun. Kamek, lauf! Oh Gott, Kamek wird jetzt schon gefressen. Ich rette euch!
Lauft! Ich werde sie aufhalten! Danke, Carmack, du bist die Beste! Ja, Carmack ist jetzt tot. Ich kann sie nicht lange aufhalten! Bobby tot, Carmack tot, alle sterben hier. Und das alles nur wegen bösen König Olli. Nein, hört auf, Mario weh zu tun! Mario, lauf! Oh nein, alle sterben sie! Und wir sind der einzige Überlebende. Nein, Junior! Oh, Papa, Hilfe! Wir rennen uns einfach... Jo, jo, hallo? Könnt ihr bitte nicht allzu schnell sein? Ich will nicht auch noch gefressen werden. Lasst Mario in Ruhe! Also Leute, wir müssen in diese Hauptkanone da. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es könnte uns durch die Decke schießen. Und dann sind wir beim Pilzpalast. Also, wer ist dabei? Ich bin dabei. Let's go! Voll set. Siehste, hat funktioniert. Wäre schon nett, wenn meine Genialität auch mal gewürdigt werden würde. Also ich finde dich ganz toll, Bowser. Und das, obwohl du nur ein Gesicht bist. Was hat es gerade noch gefehlt, dass die Tür geschlossen ist? Was, wir brauchen einen Schlüssel zum Pilzpalast? Tja, wer könnte uns da wohl helfen? Mario! Lol! Er kommt einfach mit seinem Kart an von Mario Kart. Mega, Luigi rettet wieder den Tag. Der zweite MVP in diesem Spiel. Halt dich fest, Bruderherz. Der Schlüssel. Der, den ich die ganze Zeit suchte. Rate mal was. Oh, er war die ganze Zeit in deiner Tasche. Den habe ich immer noch nicht. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte ihn einfach nicht finden. Tut mir wirklich leid. Aber irgendwo muss er doch sein, oder? Oh. Mach dir keine Gedanken, Luigi. Ach, Luigi. Du bist so ein Vollidiot. Komm mal, Luigi. Tja, ich habe ihn gefunden. Nicht Luigi, ich war das. Yep. Tada. Dann ist Luigi leider doch nicht der MVP. Sorry, Luigi, das war deine Chance, auch mal zu glänzen. Aber Chance vertan. Sorry. Sorry, Boy. Na dann, let's go. Wir sind zu viert. Zu viert sollte das ja wohl möglich sein, hier zu gewinnen. Puh, okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es wiederholt sich alles wie am Anfang. Hallo, Peach. Ich bin hier, um dich zu retten. Endlich bist du hier, Mario. Ja, so froh, so froh. Prinzessin, ich komme! Das hatten wir schon mal. Das ist genau am Anfang auch schon so passiert. Folgt mir. Gruselig. Ja, ich gehe auf jeden Fall nicht über die Sonne. Ich bin ja kein Vollidiot. Sondern ich nutze eine der Seitentüren. Oh, die geht tatsächlich auf. Ja, moin. Hey, warte mal, was ist denn das für ein komisch geformtes Ding? Mir ist fast so, als hätte ich sowas schon mal an der Stelle gesehen, wo früher der Pilzpalast stand. Warum zeigen die mir das hier? Das hat irgendeine Bewandtnis, aber ich check sie gerade nicht. Na gut, dann können wir wohl nicht viel machen und einfach hoffen, dass wir hier nicht in die Mitte fallen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Prinzessin Peach, ich rette dich jetzt. Egal, ob du Origami bist oder nicht. Nur euch wurde die Ehre einer persönlichen Einladung von König Olli zuteil. Kommt und werdet Zeugen eines einzigartigen Moments. Das Pilzpalast zu einem Origami-Palast gemacht. Puh, okay, mal gucken, ob sich das nur streckt oder ob wir jetzt tatsächlich gegen König Olli kämpfen dürfen. Das sieht so cool aus, dass er das alles zu Origami gemacht hat. So, let's go. Wenn keine Tür da ist, dann zieht man sich halt eine Tür runter. Oh, hey, wie geht's euch denn so? Die war nicht sehr gesprächig irgendwie. Marius, die alarmierte König Olli. Hey, der weiß doch schon, dass ich hier bin. Wieso sollte er sonst das... Ja, eben. Warum sollte er sonst das Schloss verwandelt haben? Ich gab euch den Befehl, Mario und seine Freunde aufzuhalten. Und das habt ihr nicht geschafft. Ihr elenden Feiglinge. Sterbt! Nun denn, willkommen in Castel Knick, Mario. Warte mal, Bruder. Den Pilzpalast zu diesem Origami-Schloss zu verhalten, geht zu weit. Es ist einfach unverzeihlich. Wenn du etwas tust, das noch schlimmer ist, dann... Ach, Olivia, Schwesterherz, besiehst du nur meine Gelehrsamkeit, würdest du nur meine Vision von einem Origami-Königreich teilen. Eins kann ich dir versichern, den gesamten Pilzpalast Origami zu falten, ist nur der Anfang.
Mario, in meiner grenzenlosen Weisheit habe ich diesen Palast nach meinem Willen umgefaltet. Ich hoffe sehr, dass er dir gefällt. Ja, ist ganz hübsch, muss ich schon sagen. Schon wieder so ein... Oh, Moment, Moment. Ja, das war klar. Autsch. Da wurde ich aufgefressen. Ich glaube, ich bin... That's a lot of damage. Ich sehe nicht so wirklich, was ich hier machen soll. Also, da sind diese Laschen, ja? Aber was mache ich mit diesen Laschen? Da sind zwei Laschen auf dem... Der macht das auch viel zu schnell. Ach, der sieht mich nicht, wenn ich hier bin. Aha, I see, I see. Okay, so, man muss sich verstecken. Dann macht er nichts. Und es gibt links und rechts so komische Laschen. Ja, ja, ja. Ah, okay, und man kann sich dann da verstecken. I see. Soll ich mich hier verstecken oder wo soll ich mich verstecken? Nein, da sieht er mich, da sieht er mich. Okay, gerade noch geschafft. So, jetzt ist die Frage. Lassen wir ihn einmal treten oder er nicht? Er nicht, ne? Nee, nee, nee. Das wäre dumm, glaube ich. So, du Bastard. Hä? Ja, lol, der explodet halt auch einfach. So, König Olli, deine komischen Fallschergen bringen dir auch nichts. Jetzt komm endlich und stell dich deinem Schicksal. Na, wie gefällt euch Kastel Knick soweit? Findet ihr euren Aufenthalt zu langweilig? Euch kann geholfen werden. Dem werde ich umgehend Abhilfe schaffen. Gut, mach nicht diese. Ich will einfach nur gegen dich kämpfen. Oh, er leitet uns um. Nö. Ha, die Dinger kann ich auch machen. Das sind doch diese Himmel- und Hölle-Dinger, nicht wahr? Ich glaube schon. Funny. Okay, ich habe diesen Raum hier jetzt geklärt. Aber irgendwie bringt mir das gar nichts. Ich habe irgendwas übersehen. Wenn ich hier rausgehe, gab es hier ein Herzchen. Aber ich muss irgendwie darüber kommen. Oder ich muss da oben hin. Aber wie komme ich denn da hin? Vielleicht hat davon ja jemand so ein Origami-Teil? Ja, er ist das tatsächlich. Okay. So, dann nehme ich das hier nämlich einfach mit. Einmal aufschieben. Und da haben wir die Treppe, die ich angesprochen hatte. Nice. Okay. So, Weg Nummer 1 ist frei. Okay, wir kriegen noch ein Origami-Ding. Ey, klaut mir nicht... Hallo, klaut ihr mir das bitte nicht? Ja, übertreib doch gleich. So, dann lass mal gucken. Wie funktioniert das denn hier? Ich muss auf jeden Fall hier vorbei. Ja, ja, mach du mal. Ich muss leider auf die andere Seite, gell? Nein, 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 nein. Ich laufe einfach einmal rüber. Hallo, hast du das Ding für mich? Nein, natürlich nicht. Bist du es vielleicht? Auch nicht. Und du musst das jetzt einfach haben. Das war auch wieder nur Streckung. So, was steht im Brief drin? Ist gar kein Brief. Ist einfach ein Haus. Ja, du kommst ja trotzdem nicht vorbei. Hä, was denkt ihr denn, wie ihr seid, dass ihr einfach sagt, dass Mario nicht vorbei darf? Richtig komische Leute. Die Folge streckt sich jetzt hier aber schon ganz schön. Und hallo, hallo Olli, wie geht's? Ich vernichte dich jetzt. Hä, da hinten ist einfach nur ein ganz kleiner Pappmacho. Mario, schnappt ihn euch. Oh nö, okay, er war doch nicht alleine. Immer wenn man das dankt, er und seine... Warte, warte, nee, nee, bitte kommt nicht. Moment, hier, hier, hier. Okay, das war knapp. Der hat sich gar nicht bewegt. Der war nur ein bisschen wackelig auf den Beinen. Das ist doch hier schon Sinnbild. Das ist schon ein Sinnbild. Wir haben König Olli gestürzt und seine ganze Armee. Und Olivia bleibt stehen. Oh, das ist sehr schön. Sinnbildlich gesprochen, sehr, sehr schön. Sehr künstlerisch, was hier gerade vonstatten gegangen ist. Sehr, sehr schön. Und hinter dieser Tür wird auf jeden Fall König Olli lauern. Jetzt frage ich mich, soll ich noch eine Folge machen? Nee, komm, wir machen jetzt König Olli. Wir beenden das heute. Wir beenden heute dieses Let's Play. Crazy, was man alles machen kann mit Origami. Du gibst wohl einfach nicht auf, Olivia. Dir muss wirklich was an jenen ungefalteten Gestalten liegen. Erbärmlich. Aber das ist auch nicht mehr weiter wichtig. Meine Vision eines perfekten Origami-Königreichs ist fast erfüllt. Was, du willst noch immer deinen bösen Plan durchsetzen? Warum hörst du nicht endlich auf? Wie kannst du es wagen, an mir zu zweifeln? Ohne mich gäbe es dich doch gar nicht. Ach, ich bin es leid, mich erklären zu müssen. Ihr lasst mir keine Wahl. Oh, es kommt einfach noch ein Boss. Okay, das wird nicht die finale Folge sein. Kommt einfach noch der Tacker. Are you serious? Los, was? König Olli ist schon cooler, ne? Schon richtig cool. Mann, diese... Strecken, strecken, strecken. Strecken, strecken. Beugen, beugen. Oi, wie es fällt, wie es schnappt, wie fixi seine Klammern sind. Hey, warte mal. Dieses Ungetüm muss der Grund sein, warum sich unsere Freunde nicht entfalten lassen. Er hat sie geklammert. Er hat sich ausgetackert. Nein, abheften. Au, 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 au. Lol, ich bin festgetackert. Das ist nicht gut. Jetzt klammert er mich aus.
Das war nett von dir. Hä, das hat dich mal. Hat das Schaden gemacht? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Und ich habe mich auch nicht voll geheilt, merke ich gerade. Und der kommt natürlich gleich wieder mit seiner Superattacke an. Die neumodischen Bosse heutzutage, immer gleich auf Zack. Sie fragen, ob sich das jetzt schon lohnt, ihn mit diesem Pergamentor anzugreifen, aber ich mach's einfach mal. Einfach um zu sehen, was passiert. Eigentlich sollten wir das ja erst machen, wenn er keine Tackern mehr hat, aber pff, vielleicht können wir ihn so ja noch mehr Tackern aus ihm rausholen. Ja doch, das sieht gut aus. Verlier all deine Tacker. Hat er überhaupt Tacker verloren? Ja doch, er verliert auf jeden Fall welche. Aber das Springen hat meiner Meinung nach mehr gebracht. Hör auf, mich festzutackern. Hallo, jetzt übertreib doch nicht. Und was macht er denn jetzt? Ah, jetzt ist unsere Chance. Und jetzt haben wir kein Einteil mehr. Ja, GG. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Aber die Chance dürfen wir nicht verstreichen. Wir holen uns wieder unser Aktivierungsding und greifen ihn dann halt normal an. Gau. Oh ja. Oh doch, das macht gut Damage. Und er muss sich ja jetzt erstmal refillen. Jetzt ist er wieder bissig. Aber viel mehr wird das bei dem jetzt auch nicht sein, oder? Wir werden jetzt halt die ganze Zeit wieder auf ihn raufspringen, bis er seine ganzen Klammern nicht mehr hat. Machen Sie bitte genau diese Attacke. Das ist die beste Attacke, die Sie machen können. Merci. Ja, machen Sie immer weiter. Das zieht zwar sehr viel ab. Nein, er hat noch Dinger bei sich drin. Das ist uncool. Au. Okay, jetzt hat er keine mehr. Bitte hören Sie auf. Ich habe doch keine Leben mehr. Ach du Scheiße. Der hat mir mit einer Attacke 150 Leben abgezogen. Läuft bei ihm. Ich glaube, wir können ihn jetzt vernichten, wenn wir ganz normal angreifen. Zack. Ja, sieht gut aus. Und auseinanderreißen! Mario brutal wie eh und je. Oh, das arme Viech. Voll am Kiefer zerstört. Oh nein, er winselt. Der arme Tacker, jetzt tut er mir leid. Mario ist so ein Bastard. Mann. Da ist irgendwas weggeflogen. Ich fühle mich gleich viel weniger, naja, verklemmt. Dam. Ja, so siehst du doch gleich viel besser aus. Ja, danke Mario. Hurra, ich bin wieder der Alte. Oh, guck mal, wir können Bowser umherschieben. Ab in die Stacheln mit dir, Bowser. Ab in die Stacheln mit dir. Mist, geht nicht. Aber ob Bowser jetzt mit uns mitkämpft, das würde mich interessieren. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Bowser, geh aus dem Feld. Naja, so, letzter Fight of the Day. Also wenn ich mich mit Verstecken von Bösewichtern auskenne, und das tue ich, sollte das hier das oberste Stockwerk sein. Das ist gewöhnlich auch der Thronsaal. Dein Bruder muss auf der anderen Seite dieser Tür sein. Auf geht's, den kaufen wir uns. Aber ich habe Angst. Wie kann nur mein großer Bruder einen bissigen Tacker auf mich hetzen? Können wir ihn denn überhaupt aufhalten? Oder ist er bereits viel zu mächtig? Ach Olivia, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Danke Mario, du bist immer an meiner Seite, selbst wenn ich geknickt bin. Es war so eine lange und beschwerliche Reise, aber es hat mir so viele geholfen. Du, Luigi, Kamek, Bowser Jr., sogar Bowser. Und natürlich Bobby. So, und da war ja noch der Professor und Kapitän Theod, Gevatter Strumpfenstrunk, nicht zu vergessen, und die Toads in Bad Elysium, ach und Skipper, Bootsführer, Origami-Meister. Und ihr habt mir alle so viel geholfen. Und jetzt habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich euch schon wieder in Gefahr bringe. Hey, schau mich mal an, ich bin Bowser. Ich speie Feuer und schlage Felsen zu Krümeln. Ich soll Angst vor so einem Ekeling haben? Vergiss nicht, mit Junior habe ich es auch nicht gerade leicht. Schließlich hat der Junge eine fliegende Kutsche und eine eigene Armee. Ha, da macht mir dein Bruder doch bestimmt keine Angst. Ja, das rückt die Sache wirklich in ein ganz anderes Licht. Jetzt geht's mir tatsächlich besser. Wie sieht's mit dir aus, Mario? Bist du bereit? Denn ich bin es. Wenn die Zeit kommt, werde ich alles tun, was ich kann. Ich werde mein Bestes geben und verlasse mich auf euch alle, meine Freunde. Oh, schöne Ansprache. Kann hier bitte ein One-Up-Pilz drin sein? Das wäre jetzt perfekt und musst du, aber nein, das ist einfach nur dieses hässliche Kastell-Knickschloss. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich keinen One-Up-Pilz habe. Aber, so wie ich Paper Mario-Spiele kenne, werden wir gleich eine super mächtige Kraft haben, die den Gegner einfach vernichtet. Aber bisher, bei den anderen Paper Mario-Teilen, waren die Bosse jetzt auch nicht so leicht, muss ich sagen. Okay, Leute, letzter Fight. Letzter Fight, I guess.